Also echt, soll ich das wirklich? Unglaublich. Dieser Krabbenburger ist mit ziemlicher Sicherheit die allergrässlichste, übelste, jämmerlich zubereitetste, unappetitlichste, widerlichste Perversion eines Sandwiches, die ich meinen bedauernswerten Verdauungsorganen je zumuten musste. Aber... Und ich wünsche diesem Krabbenburger und all seinen Liebhabern ein frühes und wohlverdientes Ende. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist, aber manche Leute mögen wohl wirklich keine Krabbenburger. SpongeBob? Ja, Thaddäus? Ich brauche einen Triple-Burger-Spezial mit Seetangbrötchen und mit extra Seegürkchen und... Mach ihn schön knusprig. Kommt sofort, Kollege. Hör mal, Thaddäus, ich wollte mich wegen vorhin entschuldigen. Ich wollte dich nur glücklich machen. Naja, im Grunde wollte ich mich selbst glücklich machen. Aber ich habe daraus gelernt, dass es alle möglichen Leute in unserem verrückten Ozean gibt. Und die müssen nicht alle das Gleiche mögen. Nicht weggehen. Ich stimme zwar überhaupt nicht mit dir überein, aber ich akzeptiere es. Diese Triple-Burger sind schon Kracher. Ich freue mich auf den glücklichen Gesichtsausdruck, wenn der Kunde da reinbeißt. Triple-Burger-Spezial! Triple-Burger-Spezial! Hat jemand einen Triple-Burger-Spezial bestellt? Der ist wohl gegangen. Tja, weißt du, lass ihn doch einfach hier. Wer weiß, vielleicht kommt er wieder. Nix da. Das ist was Besonderes hier. Das muss frisch gegessen werden. Und ich habe schon seit 20 Minuten nichts mehr in den Magen gekriegt. Also, egal wer das war, er hat jedenfalls Geschmack. Der weiß gar nicht, was er verpasst hat. So, zurück an die Arbeit. Was soll ich denn jetzt bloß tun? Mir einen Burger aus dem Müll holen? Schätzchen. Ich brauche jetzt unbedingt und schlagartig einen Krabbenburger und niemand wird mich dabei aufhalten. Da sind sie. Burger-Tresor. Oh, heiliger Hammerhai. Wo soll ich jetzt anfangen? Aber das ist jetzt egal, solange nur du und ich und niemand Adios. Sonst... Bist du das? SpongeBob, Tag auch. Was hast du denn hier verloren? Ich fange immer morgens um 3 an. Dann zähle ich die Sesamkörner. Und was machst du hier? Tja, ich hab was... Und wieso ist der Burger-Tresor offen? Oh, weil ich dachte... Und wieso hältst du einen Burger hinter deinem Rücken? Und wieso bist du so schrecklich nervös? Und wieso schwitzt du so stark? Und wieso siehst du so hungrig aus? Und... Nein, nein, es ist nicht so, wie du denkst. Das ist alles ein Missverständnis. Das musst du mir glauben. Jetzt hör mir mal gut zu. Du musst mir glauben, SpongeBob. Du stehst auf Krabbenburger, alter Schwertfisch, oder? Ja! Ja! Ich geb's zu, SpongeBob! Ich liebe Krabbenburger! Ja, mein Lieber, ich hab's dir doch gesagt. Einem Krabbenburger kann keiner widerstehen. Thaddäus, wie viel isst du denn da? Thaddäus! Hey, das geht nicht! Kannst du die ganzen Burger auf einmal essen? Thaddäus! Was soll denn schon passieren? Meinst du, ich fliege in die Luft? Nein, schlimmer. Erst rutschen sie dir alle in die Oberschenkel. In die Schenkel? Und dann fliegst du in die Luft.